Im Sommer vor der Pandemie gab es eine Fernsehsendung hier in Österreich, und zwar ging es darum, was einen Mann ausmacht. Die Sendung hat damals ein Ex-Politiker, Matthias Strolz, geleitet und moderiert. Er hatte ein Camp zusammengestellt mit mehreren Männern außerhalb von Wien, die in einem Wald lebten für eine gewisse Zeit, ich glaube eine Woche war das. Und die dann halt Sachen gemacht haben, wie meditieren, um Bäume tanzen, Bäume umarmen, um sich dann im Endeffekt wie ein Mann zu fühlen. Am Schluss dieser Camp-Session, sage ich jetzt mal dazu, ist er zu mir gekommen, zu mir nach Hause, und hat mir davon berichtet und mich persönlich gefragt, was ich von Männern oder wann ist man ein Mann, halte, was ich dazu sage. Und ich glaube, was ich da gesagt habe, ist aktueller jetzt denn je. Und deswegen, nach dem Intro, kommt diese Zusammenfassung des Interviews. Nicht vergessen, abonnieren, Klingel drücken. In der heutigen Zeit weiß man ja nie. Und vielleicht bringt es euch was. Bis dann. Hier wohnt ein ganz spezieller Vertreter unserer Spezies. Ein selbsternanntes Arschloch und ein Macho. Danke. Ich bin zum Beispiel ein Macho, ich bin aber kein Chauvinist. Okay. Die meisten Leute verstehen aber, was ist wenn ich sage, der Unterschied? Genau, die verstehen aber, wenn ich sage Macho, verstehen die Chauvinisten. Ein Chauvinist ist einer, der sagt, eine Frau ist prinzipiell doof. Die hat überhaupt nichts zu melden, die hat in der Küche zu sein und eine Frau ist strunzendoof von Natur aus. Das ist ein Chauvinist. Ein Macho ist einer, der Respekt hat einer Frau gegenüber, aber auch von sich oder für sich selber Respekt beansprucht. Ingo Oberhofer hat mit seinen 49 Jahren schon ein ziemlich bewegtes Leben hinter sich. Der 1,93 Meter große Hühne hat eine Ausbildung in Mode- und Textildesign, war Model und hat als Pornoproduzent und Chef der Videoproduktion des Hustlers für Österreich, Deutschland und die Schweiz sein Geld verdient. Heute ist er Herausgeber von pornografischen Kontaktmagazinen und betreibt rund 10.000 Sexhotlines in Österreich. Den Nacken seiner Frau ziert ein, sagen wir, eher außergewöhnliches Tattoo, das das Verhältnis der beiden in zwei Worten zusammenfasst. Deine Frau hat tatsächlich ein tätowiert, Ingos Slave. Ja. Ein tätowiert. Ja. Nicht Henna, sondern... Genau. Das war dein Wunsch? Oder das nein, das war ihr Wunsch. Das war ihr Wunsch? Ja, ja. Sie ist deine Sklavin? Genau. Das ist... Ist ein Rollenspiel sexueller Art? Nein. Oder? Nein. Ein Alltagsrollen. Nein, das hat auch damals. Rollenverteilung im Alltag, oder? Nein, was ist das? Wir haben ausgiebig darüber gesprochen und ich habe ja auch gesagt gehabt, was das beinhaltet. Das heißt, ich entscheide über sie, über ihren Körper und zwar alles. Ja? Und das war ihr Wille, aber das heißt auch für mich, ich habe eine extreme Verantwortung. Das heißt, wenn sie irgendwas machen möchte, fragt sie mich und ich sage ja oder nein. Und wenn sie das macht und es gefällt ihr nicht, dann bin ich schuld. Ja, aber deine Frau ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar Unternehmerin. Ja, die, ja. Die steht ja mit beiden Beinen im Leben. Was braucht die dich? Um glücklich zu sein. Das ist ja Bullshit. Nee. Wieso? Ja, diese Aufgabe, ja, von meiner Seite aus, für sie diese Verantwortung zu übernehmen, ihr Sachen abzunehmen, Verantwortung, beispielsweise Haarschnitt, wie du aussiehst, was du anziehst. Das entscheidest alles das du? Das entscheide alles ich. Das heißt, wenn sie mit neuen High Heels herkommt, dann hast du das entschieden? Ja, genau. Also du glaubst, dass Frauen grundsätzlich orientierungsloser sind als Männer? Nee, die haben schon eine gewisse Orientierung, aber sie brauchen eine strenge Hand. Eine strenge Hand in dem Sinne, sie brauchen auch eine starke Schulter, an der sie fest. Ich glaube, dass es würdelos ist. Es ist viel würdeloser geworden heutzutage, die Männer, die so verweichlichen, dass sie sich da hinlegen und rumweinen. Meine Frau sagt selber, wenn ich das einmal machen würde, wäre aus. Da wäre der Respekt weg. Sie ist deine Sklavin, was bist du dann? Wie heißt deine Rolle? Ich bin der Ingo.
Ich bin da. Okay. Was ist für dich ein gescheites Mannsbild? Welche Attribute zeichnet einen echten Mann aus? Das ist wie beim Diamanten. Mhm. Ja, je mehr der Druck entsteht, ja, und bei Kohlenstoff, dann entsteht auch hinterher ein Diamant. Bei ein bisschen Druck kommt ein Bleistift raus. Ein Lulu. Genau. Und wir haben sehr viele Bleistifte momentan rumrennen, die glauben, sie wären Diamanten. Okay. Menschen, die vielleicht viel erlebt haben, ausschlaggebende Ereignisse im Leben hatten, ja, und das überstanden haben, nicht jetzt im Suff, nicht unter Drogen hinterher sich dann weggeballert haben, sondern diesem Problem sich gestellt haben und es überlebt haben, die haben eine gewisse Charakterstärke. Mhm. Andere Menschen haben das nicht erlebt, was die erlebt haben, die haben diese Charakterstärke noch nicht gesehen oder wissen vielleicht gar nicht, ob sie die haben. Mhm. Und sich dann einzureden, ja, ich bin das bestimmt auch, das ist eine... Also der Mann wird quasi unter Druck zum echten Mann. Genau. Weil du hast ja auch eine Verantwortung. Wie war das bei dir? Welche Druckelemente haben dich geformt? Ich habe mit 16 Jahren hat mir eine Ärztin gesagt, ich habe einen Kopftumor und ich hätte nur noch 6 Monate zu leben. Okay. Das ist schon mal der erste Schlag in die Fresse. Und das in der Pubertät. Das war schon mal das allererste. Dann habe ich mitgekriegt, wie ich pleite war. Mhm. Ein Haus ist mir abgebrannt. Die Versicherung wollte nicht zahlen. Mhm. Und ich habe alles mal überstanden, ohne jetzt in Selbstmitleid zu verfallen. Mhm. Und was auch wichtig ist für diese ganze Sache ist, du hast eine Verantwortung für dich oder auch für deine Frau oder halt auch für eine Familie. Die meisten Menschen heutzutage übernehmen noch nicht mal für sich eine Verantwortung. So, und dann kann mir so eine Schwuchtel natürlich nicht sagen, er ist ein Mann. Mhm. Auch nicht, wenn er um einen Baum rumhüpft. Hey, ja? Wann bist du zum Mann geworden? Kannst du das verorten? Mit welchem Alter warst du zum Mann geformt? Ich glaube, dass das grundsätzliche Alter, wo du Richtung Mann gehst, als Mann, biologischer Mann, das ist so ab 30. Ah, das vorher nicht, oder? Nein. Vorher ist jeder noch irgendwo, man weiß noch nicht, wie stark bin ich wirklich? Was halte ich wirklich aus? Ja. Was übernehme ich für Aufgaben? Welche Aufgaben kann ich schaffen? Weil du wirst nur stark mit den Tiefschlägen, nicht mit den Gewinnen, also nicht mit Erfolgen. Da wirst du kein Mann. Du wirst ein Mann oder du siehst, was für ein Mann du bist, wenn du Tiefschläge überleben kannst. Das ist ja auch auf was bist du am meisten stolz in deinem Mannsein? Dass ich mache, was ich will und dass ich sage, was ich will. Du musst heutzutage die dass Eier... Dass du ein Pilot deines eigenen Lebens bist. Nein. Okay. Wollte eine Metapher von mir anbringen? Was das Problem der globalen, also aller Menschen ist, auch Frauen und Männer, wenn ich mich auch so mit den Leuten unterhalte, die kennen sich selber gar nicht. Mhm. Ja, heutzutage ist es extrem wichtig, dass du dich selber kennst und auch einschätzen kannst. Ja. Und dann kommen wir wieder in das, wenn du dich nicht selber kennst, dann kommst du auch viel leichter in diese Position, wo du sagst, ich wäre gerne auch so wie der. Und wenn du das oft genug sagst, irgendwann sagst du, ja, eigentlich bin ich wie der. Ja. Und dann kriegst du irgendwann eine Watschen, wie man das so schön sagt in Österreich, vom Leben, eine Watschen. Und dann stellst du fest, scheiße, das packe ich doch nicht. Ja? Und dann kommt dann diese Identitätskrise. Ja. Bist du zuversichtlich für die Spezies Mann für die nächsten Jahrzehnte? Oder? Ich glaube, das wird sich irgendwann die Spreu vom Weizen trennen, weil das, was da jetzt momentan abgeht, ich glaube schon, das ist eine Erniedrigung der Männlichkeit. Man versucht wirklich, das Männliche komplett platt zu machen. Mhm. Man muss sich genieren, zu sagen, ich bin ein Mann. Dafür muss man sich angeblich genieren. Man wird ausgebuht, man wird ausgepfiffen, man wird beschimpft. Wie gesagt, ich scheiß da drauf. Und das war jetzt ein bisschen selbstmitleidig. Nee, das ist Fakt. Nicht? Ne? Nein, das ist Fakt. Danke für die Einblicke in Ingos Welt. Ja. Das ist ziemlich abgefahren. Fakt. Du, an dieser Stelle würden wir uns verabschieden im Männercamp mit einer herzlichen Umarmung. Kriege ich keine, oder wie? Nein. Ich kuschel ja nicht mit dir. Bitte, kein Weiche. Nein.